Warte mal, können wir dann... LOL! Wie geil! Oh mein Gott, wie riesig das ist! Link, du bist unsere letzte Hoffnung. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin hier gerade im Home-Menü und ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Hier sieht man höchstwahrscheinlich nochmal so ungefähr das Intro, weil dort ist ja auch das, oder vom Trailer her, ne? Da sind ja auch diese grünen Teile rumgeflogen und auch im Hintergrund ist ja diese legendäre Saga. Und ja, jetzt würde ich sagen, spielen wir einfach mal weiter. So, wir waren im letzten Part dabei stehen geblieben, hier diesen Fluss zu überqueren. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Floß. Und das können wir hoffentlich ganz einfach bauen, indem wir den hier verbinden, den Kollegen. Und dann uns einfach das Segel da rein aufhauen, oder? In welche Richtung verbinden wir das jetzt eigentlich? Das ist falsch. Das müsste richtig sein. So, bitte jetzt noch nicht... Oh, okay. Man sieht schon direkt, wo der Wind hingeht. Ja gut, dann würde ich sagen... Stechen wir in den See. So, warte mal. Aber bloß ich jetzt irgendwie... So, okay. Und let's go. Hä, wie cool. Das funktioniert einfach einwandfrei. Ja, nice. Ja, gut. Dann sind wir rüber. Oh. Ihr wisst, was ich denke, oder? Nein, da komme ich aber nicht ran. Oder warte doch, mit diesem Ding hier. Das habe ich schon gehört von euch. Dass man damals sogar die Pilze von der Decke greifen kann. Warte mal. Dann müsste das ja jetzt auch eigentlich gehen. Oder? Ja, let's go. Dann komm mal zu mir. Und da haben wir das gute alte Geflügel, frisches Vogelfleisch. Geil, Mann. Unsere Leibspeise aus Breath of the Wild. Breath of the Wild, ja, wer jetzt leider nur auf TOTK achtet, läuft natürlich aktuell immer noch weiter. Ich versuche aber TOTK natürlich regelmäßiger zu bringen. Eigentlich zweimal am Tag. Das ist eigentlich so das, was ich beabsichtige aktuell. Habe ich aber leider noch nicht so gut geschafft. Werde versuchen, mich aber dementsprechend zu bessern, indem ich jetzt leider nicht mehr die ganzen Parts schneide, sondern ich werde mir die Parts jetzt nur noch angucken, um wirklich wichtige Sachen rauszuschneiden, also wo ich wirklich mal eine Minute oder so irgendeine Scheiße mache. Das würde ich dann rausschneiden, aber nicht mehr solche Passagen, wo irgendwie so 10 Sekunden irgendwie nichts passiert. Das werde ich dann noch drin lassen, weil, ja... damit würde ich mir einfach mehr Zeit sparen und auch weniger Stress dabei haben. Okay, das ist sehr weird. Wieso können wir da runter? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Untergrund gibt. Aber... Aua. Aber hier auf der Insel gibt es auch bestimmt noch keinen Untergrund. Digga, ich bin zu dumm. Dann schlag doch mal. Also irgendwie schlägt der auch ziemlich schnell, ne? Okay, aber seine... Nein, seine Sachen hat er auch nicht hier, hoch, hier oben gelassen. Ja, okay, sollen wir da rein? Ah, Mist, aber hier kommen wir nicht weiter. Guck mal, und jetzt sieht er... Ja, da können wir die auch von der Decke holen. Ja, hier brauchen wir eine Bombe. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja extra Materialien, die Bomben sind sozusagen. Aber die haben wir noch nicht, ne? Müssen wir doch da drauf stoßen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch zu dem Schrein. Ach so, ja. Und ich sollte auch mal wieder markieren, wo ich dann jetzt schon war. Wir waren jetzt schon hier. Und dann ist jetzt hier oben der zweite Schrein. Ich bin gespannt, was wir im In-Isa-Schrein bekommen. Welche Fähigkeit? So. Da sind wir. Ich werde übrigens jetzt wieder alles skippen. Weil, das ist ja immer das Gleiche. Wer das nochmal sehen möchte, muss immer den nächsten, den letzten Part reinschauen, glaube ich. Oder den vorletzten. Ich muss mal gucken. Da bist du also. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Wie viele gibt's hier denn eigentlich jetzt nochmal? Weil,
Es müssen doch eigentlich mehr als 4 Schreine sein, weil es gibt doch mehr als 4 Fähigkeiten. Gibt es 6 Schreine? Naja, bin ich mal gespannt. Ich habe am Anfang anscheinend nicht richtig aufgepasst. Egal. Was bekommen wir jetzt? Oh, ist es das, womit wir die Waffen verbinden können? Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüsteten Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Nice. Das ist das, was ich im letzten Part gesucht habe. Der Name dieser Fähigkeit lautet Synthese. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Waffen und Schilden neue Fähigkeiten zu verleihen, indem du sie mit etwas in der Nähe kombinierst. Nimm dir noch einmal das Schwert dort und befestige ein Objekt daran, um es zu stärken. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Nice. Ja, gut, dann, warte mal. Du kannst schnell deine Arme, okay. Okay, da hinten ist schon mal ein Schwert. Boah, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Das ist ein verrostetes Schwert oder was? Ein rostiger Zweihänder, ja. Okay, müsste ich das jetzt auf dem Boden machen? Warte, was ist, wenn ich das auch auf dem Boden mache? Geht das? LOL, the fuck? The fuck, Mann? Wie viel Schaden macht das jetzt? 11? Aha. Jetzt haben wir mal ein richtig lange Ding hier. Gut, und hier. Ah, warte mal. Okay, warte, dann brauchen wir aber noch was anderes. Kann ich das jetzt damit verbinden? Nee, nicht an der Axt. Echt? Die Axt ist schon aus Synthese gemacht? Ja, okay, müssen wir halt so machen, weil ich denke, man muss da so durch, ne? Ja, perfekt. Okay, weiter geht's. Und damit können wir dann auch unten dann das Tor kaputt machen. Okay. Ah, warte mal, die Säulen können wir auch kaputt machen. Und wie lange geht das jetzt? Wie lange ist das haltbar? Unbegrenzt, weil es ist ja ein Stein. Na egal. Wieder einmal Holzpfeile. Ja, also ich habe kein Problem damit, wenn hier Holzpfeile gespammt werden. Lol, was ist das denn? Feuerfrucht. Wenn sie beschädigt wird, erzeugt diese Frucht Hitze. Sie simuliert den Muskelaufbau und erhöht als Kochzutat die Angriffskraft in heißen Umgebungen. Warte mal. Es erhöht die Angriffskraft, aber nur in heißen Umgebungen? Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Also wenn ich jetzt irgendwie am Todesberg bin, dann habe ich dann eine erhöhte Angriffskraft oder was? Das ist ja auch ein bisschen lost. Aber egal. Ah, warte mal, warte mal. Ich wusste schon, dass wir hier einen Bogen einsetzen mussten. Musste nur mal kurz gucken. So, warte mal, wie geht das jetzt? Ah, Fall modifizieren. Nein! Nein, 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 nein! Weg damit! Digga, voll das Falsche ausgesetzt. Eingesetzt. So, Feuerfrucht. Okay, nice. Ja, so geht's. Cool. Und dann kommt auch diese Truhe runter. Und das hier war jetzt einfach nur eine Plattform, um die Truhe sicher landen zu können. Ach so. Ach so, einen kleinen Schlüssel. Das hätten wir sogar wirklich gebraucht. Oh, und auch ein neuer Soundeffekt. Weil können wir uns eigentlich hier Routen holen? Ah, blöd. Mit einem stumpfen Schwert sollte man das aber nicht machen. Gut, okay, dann können wir auch dadurch jetzt, ne? Nice. Auch wieder neue Animation. Holy shit, das sieht schon ganz geil aus. Der Schrein ist aber definitiv länger. Also sonst immer nur, war es doch immer eine Mission, dann war es da durch. Also bei den ersten Schreien halt zumindest. Ja, ich bin leider sehr ich kann leider sehr schwer Leitern hochklettern. Ein Gegner? Ein Gegner? Ein erster Miniboss oder was? Oh, und ich glaube, der könnte sogar ganz stark sein. Ich werde mal mir mal irgendwas reinhauen. Obwohl, doch hier, Pilzspieß. Okay, dann nehmen wir einfach mal den hier, oder? Erstmal direkt einen Headshot. Und dann... Ja. Okay, ich glaube, der ist down.
Putz. Felsbrockenhammer. Und ein Konstruktbogen, ein Elite-Konstrukt verwendeter Bogen. Einfach konstruiert, jedoch aus feuerfestem Material. Im Gegensatz zu heutigen Bogen verbrennt er daher nicht. Was haben die denn jetzt alles mit ihren Verbrennungen und alles? Kommen wir etwa jetzt gleich in ein heißes Gebiet? Oder wie soll ich das verstehen? Dann gehen wir weiter zum Ende des Schreins. Nice. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, dass es jetzt keine Mönche mehr gibt. Es ist halt einfach alles so ein bisschen anders, ne? Und wenn man halt Breath of the Wild nicht jetzt hier im Kopf hat, dann ist das eigentlich trotzdem immer noch ein cooles Spiel. Gut. Dann können wir nochmal zu der besuchten Stelle von uns da unten hingehen und mal die Felswand kaputt machen. Ja, krass. Also, dass auch die Axt vom Anfang da verbunden war mit irgendetwas. Das hätte ich auch nicht gedacht. So, was ist denn hier drin? Ein Wasserfall? Da können wir mal nicht runter. Da werden wir down. So, aber eine Kiste ist hier. Bruh. Ah, da steht auch immer, wie gut halt die Angriffskraft ist. Ja, warte mal. Das gucke ich mal ganz kurz an. Alpha Elite Konstruktoren. Mhm. Aber natürlich stehen da jetzt noch nicht Baumstämme, Steine und so dabei, die wir halt nicht ins Inventar tun können. Also darauf sollten wir, glaube ich, auch achten. Aber warte mal, kann man nicht eigentlich dann auch... Was ich jetzt auch nochmal testen wollte. Das hier jetzt ein einfacher Stock und ein Ast. Und wenn ich jetzt... Warte mal. Warte, wie kann ich das jetzt nochmal richtig machen? Muss ich das jetzt immer auf den Boden werfen oder was? Warte, und dann... Ja, okay, warte mal. Ja, dann... Ja, okay, gut, da habe ich das verstanden. Weil wenn ich jetzt halt eine Viererwaffe und eine Zweierwaffe kombiniere, dann habe ich danach 6 raus. Okay, ja, ich dachte, jetzt gibt es irgendwie so... passende Sachen, nicht passende Sachen. Und da kriegst du noch einen Bonuseffekt raus. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Na gut, das ist ja ganz gut, okay. Und da hätten wir auch schon früher hingehen können. Okay. Na gut, hatte ich leider jetzt noch nicht gesehen. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? What the fuck? Wir sind hier rübergelaufen. Hä? Okay. Auch ganz cool. Ja gut, dann laufe ich nochmal rüber. Schade. Ich dachte, das würde jetzt auch noch funktionieren, aber... Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja gut, dann sind wir wieder draußen. Und dann würde ich sagen, ich interessiere mich schon sehr darauf. Warte mal. Damit. Nee, warte mal. Ich interessiere mich schon sehr dafür, was da oben eigentlich liegt. Aber hier ist ja auch mal wieder direkt etwas, was wir kaputt machen können. Na gut, dann zeig mal, was da drin ist. Oh, noch eine einfache Truhe und einen Tisch. Keine Ahnung. Hallo? Was soll dieser Tisch sein? Warte, können wir den auch kaputt machen? Nee. Hm. Dann lassen wir den Tisch ein Tisch sein. Und gehen hier hoch. Okay. Ja, ich dachte jetzt irgendwie wegen diesem, ich sag mal, Höhleneingang. Ist da jetzt ein Dungeon oder so? Aber das schien jetzt nicht der Fall zu sein. Ja gut, dann gehen wir weiter. Nochmal Vögel. Schade. Die hätten wir noch killen können. Ja gut, da oben ist ja safe ein Krog natürlich. Also den kann man ja... Also den kann man ja aber schon wirklich vor 5... Digga, ich sehe die zu spät. Okay, dann zeig dich. Hallo. Danke für deinen Krog-Samen. Den Stein bekommst du wieder. Warte mal, können wir die auch verschieben eigentlich mit der Ultrahand? Muss ich mal gucken. Ach, das ist so komisch. Nee, können wir nicht verschieben mit der Ultrahand. Schade. Gegner können wir auch nicht verschieben mit der Ultrahand, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Boah, ich wollte gerade runterspringen. Mir ist zum Glück nur eingefallen, dass ich hier keinen Parasegel habe. Ich hoffe, man bekommt den, nachdem man die 4 Schreine gemacht hat. Müsste aber eigentlich so sein, weil dann könnten wir, glaube ich, auch dann
Ja, unten die Underworld. Oder nee, eigentlich die richtige Overworld betreten. Oder was ist eigentlich jetzt die Overworld? Das hier oder halt doch schon unten? Weil es gibt ja auch noch den Untergrund. Oh, die kämpfen noch gegen die Schleime. Hä, wie geil. Ja, lass die mal die Arbeit machen. Kommt schon, Jungs. Stark. Und jetzt bin ich da. Oh, oh. Ja, die sind ein bisschen stärker. Ich habe leider keine Ahnung, was er gerade machen wollte. Das ist anscheinend irgendwie ein neuer Attack. Ich dachte, er wollte seinen Speer schwingen. War aber anscheinend nicht der Fall. So, das sollte ein Prügel sein. Den sollten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Achso, den können wir auch mitnehmen. Gut. Ja, gut. Dann... Ja. Die Vögel sind echt schlecht platziert, Mann. Die können die alle killen. Ah, Mist. Mir fällt jetzt gerade erst ein, dass wir ja mal an einem Krokrätsel vorbeigelaufen sind, wo wir was verschieben mussten. Scheiße. Gut. Dann gucken wir uns da weiter um. Was ist das denn? Der hat ein Schild. Eine Art Schild. Ein Brettfächer. Ach, das ist eine Waffe oder was? Ich dachte, das wäre ein Schild. Warte mal, kann ich dann... LOL. Wie geil. Oh mein Gott, wie riesig das ist. Ja, okay, dann machen wir halt diese lange Lanze. Ja, okay, lang ist sie jetzt nicht wirklich, aber... Oh, brennen können die auch. Ja, der Aufwind bringt leider nichts. Ich kann leider durchfliegen. Nein, die Materialien. Nein, sie verbrennen. Ah, nee, sind sie nicht. Gut. Okay. Ein Prügel, können wir den noch mit irgendwas verbinden? Ja, mit dem anderen Prügel. Warte mal. Dann. Ah, ne, warte mal. Ach, das ist so umständlich. So. 10 Angriffsschaden. Perfekt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und dann ciao.